Boah, das ist jetzt schwierig. Wegen Trump, weil du ein Trump-Fan bist? Weil du kein Herz hast. Schade, ich wollte jetzt diskutieren. Da bin ich komplett raus, das sage ich jetzt schon mal vorweg. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Rock. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Format heißt. Also wir suchen, sind immer noch in der Namensfindung. Aber wie ihr seht, wir haben ein neues Studio, ein neues Wohnzimmer. Und heute geht es ja auch um ein romantisches Weihnachtsfest. Deswegen ist Weihnachten ja mit der Familie, mit den Freunden was Besonderes. Von daher habe ich mir ganz besondere Gäste eingeladen. Hallo Edda, hallo Nils. Schön, hallo. Dass ihr mit dabei seid. Hallo Patrice. Reden die auch gleich. Hast du uns gerade deine Freunde genannt, das ist ja schön. Ja, natürlich. Bei mir kommen nur liebe Menschen auf die Couch. Ah. Ansonsten... Kommen Sie nicht auf die Couch. Ja, natürlich. Genau, so nicht anders. Es wird hier ein 5-Gänge-Menü geben, so der unterschiedlichsten Kategorien, die werden wir dann hier mal so besprechen, so wie sich das halt für Filmfreunde gehört. Und wenn ihr jetzt auch gerade so ein bisschen Lust auf Filme habt, Sky hat ja auch ein ganz besonderes Programm, gerade bei Sky Cinema, 40 Weihnachtsfilme zusammengetan. Also da gibt es dann so Schmankerl wie Liebe braucht keine Ferien oder Wir sind keine Engel. Ich persönlich bin ja eher so der Verfechter so von Bad Moms 2. Das ist so mein Ding, aber da seid ihr natürlich freigestellt, euch das alles auszusuchen. Und weitere tolle Weihnachtsfilmbeispiele gibt es alles hier bei uns. Weihnachtszeit. Seid ihr beide jetzt überhaupt so Menschen, die sich so mit Weihnachtsfilmen so identifizieren, die das brauchen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen? Seid ihr überhaupt Weihnachtsmenschen? Hab euch einfach eingeladen, ohne das vorher abgefragt zu haben. Wie sieht's aus? Ich bin ein großer Weihnachtsfan. Das liegt daran, dass ich Geschenke sehr liebe, sowohl zu machen als auch zu kriegen. Deswegen ist es für mich ein fantastisches Fest. Und deswegen mag ich aber auch gerne Weihnachtsfilme, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Also es gibt tatsächlich so ein paar Filme, so sehr klassische Weihnachtsfilme, Schöne Bescherung mit Chevy Chase, ist ja ein Klassiker, den ich irgendwie jedes Jahr gucke. Irgendwelche Folgen aus irgendwelchen Serien, die dann an Weihnachten spielen, gucke ich noch gerne. Also so Friends, King of Queens, was auch immer, die haben ja immer so die berüchtigten Weihnachtsfolgen. Und Buddy, der Weihnachtself, ist auch ein Weihnachtsfilm, den ich jedes Jahr gucken muss, weil ich ein großer Will Ferrell-Fan bin. Und das sind alles so Filme, die mich immer sehr in Stimmung bringen. Weihnachten sehr wichtig, weil da hat man sehr viel Zeit. Also egal, ob man Weihnachten feiert oder nicht, jeder hat erstmal Zeit. Und dann kann man erstmal... Deswegen auch dieser Pulp-Fiction-Look und so, das passt einfach so zur Weihnachtszeit. Ja, Blut! Genau, ganz viel Blut. Weihnachten und Blut, das sind meine Hobbys. Aber auch bei dir, gibt es da so spezifische Filme, die bei ja, dir so ganz... Ja, auf jeden Fall. Also hier ist gerade schon, das sieht man, der Grinch. Muss sein. Habe ich damals im Kino gesehen, seitdem jedes Jahr. So, ich sehe schon, die Glocke ist auf dem Weg. Ah, okay. Das Menü. Mhm. Gruß aus der Küche. Ein klassisches Weihnachtsmärchen. Ah, was ist ganz... Ah, siehst du, guck mal. Weil ich habe ja zum Beispiel auch aus der Community zum Beispiel der gute Timo Schwanzfeier. Danke auf jeden Fall auch für den Kommentar. Auf Social Media, das machen die Kids heutzutage so, also bin ich mit dabei. Und da war neben Kevin allein zu Hause auch tatsächlich so drei Haselnüsse für Aschenbrödel irgendwie auch mit dabei. Also das ist so ein ewiger Klassiker. Und der ist auch mit dabei. Die Goldene Gans, König Drosselbart. Was davon ist euch bekannt? Was ist bei euch beliebt? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. War der Lieblingsfilm von meiner Mama. Das heißt, es war auch Pflichttermin, musste man gucken. Ich glaube, König Drosselbart fand ich immer ganz gut, weil der so ein bisschen, der hat so eine gute Evilness. Also ich bin auch selbst erstaunt darüber, dass es hat bis heute sich immer noch so gehalten, auch über so die Generationen. Aber ist es wirklich so, weil uns die Geschichte so mitnimmt oder weil uns das eher vertraut ist? Ich glaube, dass man das halt einfach immer weiter, das wird so weitergegeben. Das guckt man dann halt als Kind, weil die Eltern das gucken und dann ist das halt eben Tradition. Glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel wir eine der ersten Generationen sind, die dieses Popkulturelle auch so sehr zelebriert und feiert und weitergibt und so. Also auch als meine Tochter irgendwie jung war, habe ich sofort angefangen, der Zurück in die Zukunft, Indiana Jones, den ganzen Quatsch, mit dem wir aufgewachsen sind, zu zeigen und so. Und so muss man das, glaube ich, auch bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel begreifen. Aber das, ich finde auch, dass der, ich meine, der ist so ein bisschen totgenudelt, weil der überall irgendwie rauf und runter läuft. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist der, kann man dem fast nicht entgehen. Das ist so ein bisschen Last Christmas als Film, aber er ist trotzdem super. Ist Last Christmas auch immer noch ein super Song und Drei Haselnüsse für Aschenbrödel immer noch ein sehr guter Film. Ah, der nächste Gang. Menü, die Vorspeise, ein Kinderfilm. Da hätten wir zur Auswahl Charlie und die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp, muss man das irgendwie als Hinweis mitbringen, der Polarexpress und vielleicht dem einen oder anderen bekannt, der Grinch mit Jim Carrey. Da muss ich jetzt aussuchen, ja. Naja, ich save der Grinch bei mir auf jeden Fall. Eine schwere Wahl zwischen den dreien. Polarexpress, Tom Hanks. The Mackies? Schon sehr gut.
Ich glaube, ich nehme Polar Express. Polar Express war eher so dieses Nerd-Ding für mich, so von wegen so Mackies, der sich halt irgendwie auch traut, so mit Computeranimation damals, wo man noch dachte, 3D wird das große Thema und so weiter und so fort. Beim Grinch war das immer so ein bisschen, diese Zeus-Geschichte ist für mich optisch einfach mal so ganz weit vorne. Und Jim Carrey kenne ich ja noch aus seiner Living Colors-Zeit, irgendwie noch so damals im US-Fernsehen. Das habe ich irgendwie auch schon sehr geliebt. Also deswegen finde ich es interessant, dass der Grinch bei dir so ganz weit vorne ist, ja, und du Polar Express. Das ist tatsächlich die Message irgendwie dahinter. Ich fand das halt richtig schön. Ich muss aber sagen, ich habe den Tannenbaum in echt gesehen. Also ich war dann halt wegen dem Studios und so, und ich war sehr enttäuscht, wie klein der ist. Aber ich glaube, das ist immer so, oder? So ist okay. Ich dachte, das wäre riesig, weil das im Film so ganz, die ganze Kulissen, die waren ja alle so, der war ja gefühlt so groß wie der sieht mit jetzt Kamera von nein, und das, Winkel. Ja, das ist, die Kamera fängt ja auch eigentlich an, dass wir in einer riesen Werkshalle eigentlich sind und dass der Baum so weit hinten ist, dass er so klein wirkt, das wäre unmittelbar hinter mir. Ich bin 1,90. Aber bei dir, warum Polar Express tatsächlich? Wegen Tom Hanks. Ja, ich finde, von den dreien hat der für mich das stärkste Weihnachtsfeeling. Also Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich bin nicht ganz so kritisch dem Film gegenüber wie du. Ich würde aber zustimmen, dass, also ich bin ja auch ein riesen Tim Burton-Fan, ich würde zustimmen, dass der in diese Phase fällt, wo Tim Burton plötzlich digitale Effekte für sich entdeckt hat. Und das ist bei alten Filmemachern nie so richtig gut gegangen am Anfang. Und das war bei Tim Burton in dieser Phase auch so. Trotzdem, finde ich, hat er ganz gut so diesen Spirit der Geschichte eingefangen. Und dieser halbgruselige Johnny Depp, der durch diesen Film schlafwandelt irgendwie auf so eine komische Art und Weise, der ist schon, das macht ja schon ganz gut. Jim Carrey ist über jeden Zweifel erhaben. Also ich meine, es gibt ja auch so ein, es gibt auf Instagram auch immer so ein Video, wo Jim Carrey sagt, die Leute fragen mich immer, ob ich beim Grinch eine Maske auf hatte. Und dann verzieht er die Fratze so, dass der wirklich aussieht wie der Grinch. Und man merkt, okay, es war einfach gar keine Maske, er wird die ganze Zeit so geguckt. Das ist sehr beeindruckend. Aber wenn es darum geht, dass ich einen Weihnachtsfilm gucken will und in Weihnachtsstimmung komme, dann ist das von den dreien für mich der Polar Express, der am ehesten dieses gemütliche, cozy Weihnachtsfeeling hat. Wir kommen zum Hauptgang, ein absoluter Klassiker. Als da wäre Der kleine Lord, Schöne Bescherung und Kevin allein zu Haus. Boah, das ist jetzt schwierig. Moment. Ja, da wird hart gegeneinander ausgespielt, aber da muss ich wirklich Schöne Bescherung sagen. Also ich liebe Kevin allein zu Haus, keine Frage, vor allem den zweiten. Ich finde den zweiten besser als den ersten. Aber wegen Trump, weil du ein Trump-Fan bist. Klar, wenn ich großer Trump-Fan bin, merken wir auch richtig an, ein klassischer Trump-Wähler. Ja. Aber Schöne Bescherung ist einfach, der funktioniert einfach immer noch. Der ist so sehr, den kann ihn im Schlaf mitsprechen und finde den immer noch super. Schade, ich bin tatsächlich auch deiner Meinung. Ich wollte jetzt diskutieren, aber ich bin auch bei Schöne Bescherung. Allein so wie iconic das war mit dem Baum und dann, man weiß direkt, man hat direkt die Bilder im Kopf, als sie dann da versucht haben, diese Schnur da abzumachen und dann geht alles auch in die Fenster und man fühlt halt irgendwie mit. Irgendwie, ich glaube, das macht richtig Spaß, das zu sehen, wenn man denkt, ja, genau so ist mein Leben. So überzogen das Ding ist, scheint aber dann tatsächlich eher so den Kern der Familie heutzutage eher so zu treffen, so diese dysfunctional Miteinander. Also ich glaube tatsächlich, so zu meinen Weihnachtsfilmen wird jetzt werde ich endlich die Zeit finden, mir so Expendables und John Wick dann endlich mal anschauen zu können. Das ist dann meine Weihnachtszeit, endlich mal Zeit für mich, das größte Geschenk, was ich mir selbst machen kann. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Gang. Als da wären, wir sind jetzt beim Dessert. Was Süßes fürs Herz. Oh, da bin ich komplett raus, das sage ich jetzt schon mal vorweg. Weil du kein Herz hast. Weil ich kein Herz habe. Das kalte Herz ist mein Lieblingsmärchen. Das ist auch ein schönes Märchen, das stimmt. Ja, tatsächlich Liebe. Liebe braucht keine Ferien. Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück. Jetzt kommt ihr. Zeigt mir euer Herz. Warum so leidend gleich so? Oh. Weil es ist eine schwere Entscheidung. Also, ach so, nee, bei mir nicht. Also Bridget Jones fällt bei mir weg. Wieso? Weil ich den am uninteressantesten von den dreien finde. Der ist okay, aber ich fand den, war jetzt nie so ein riesen Fan davon. Schon alleine, dass Renee Zellweger soll ja, also uns wird ja erzählt, sie sei in dem Film dick. Und das ist wirklich so, okay, komm mal, Leute, get over it. Für damalige Verhältnisse war sie schwierig. Eindeutig ja, ja, nee, nee. Also das würde jetzt auch gar nicht mehr funktionieren. Nee, das ist nicht in Ordnung. Ja. Bei Liebe braucht keine Ferien, das ist am Anfang ja schon gespoilert, dass das ein großer Lieblingsfilm ist. Natürlich wegen Jude Law und Jack Black, weil das ja auch geil war, Jack Black mal in einer anderen Rolle zu sehen. Aber deswegen würde ich tatsächlich Liebe nehmen. Unter anderem, weil meine liebe Kollegin Heike damit spielt. Das ist natürlich ein guter Grund. Und weil das ein schöner Episodenfilm war. Da sind nicht alle Episoden gut gealtert. Da gibt es so ein paar Stories in dem Film, wo man denkt so... Das sagt aber der Regisseur selber auch. Der sagt, dass er bestimmte Sachen... Thema Bodyshaming hätte er tatsächlich jetzt rausgenommen. Ja, trotzdem hat er mir immer sehr gut gefallen, weil der so eine... Weil der sozusagen, um die Liebe zu verteidigen und die Romantik zu verteidigen, so ein bisschen so Szenen aufmacht,
die man, also ich bin kein zynischer Mensch, aber dieser zynische Zeitgeist, von dem man auch so ein bisschen befallen wird, der verbietet es einem eigentlich, Storys so zu erzählen, dass die auch einfach gut ausgehen. Und das macht der Film dann trotzdem, hat sich das getraut. Und das fand ich immer sehr gut an dem, dass der so sagt, so, wieso, lass das doch einfach klappen, lass das doch einfach funktionieren, ist doch ein Film, wir wollen doch hier Liebe feiern und so. Und deswegen hat er mir gut gefallen. Das ist auch wieder so typische Internetkommunikation, möchte ich meinen. Nein, der Originaltitel Love Actually wurde dann erstmal so genannt und dann kam aber gleich eine Antwort von der KTK aus B. Der Film macht mich immer so wütend. Dagegen empfinde ich Die Hard als echte Entspannung. Aber super ist der Film, keine Frage. Also wie kann man dann wütend sein und den Film dann gleichzeitig dann irgendwie auch super finden? Das finde ich auch schon mal sehr interessant. Manche Leute macht es erstaunlicherweise wütend, wenn Dinge romantisch sind. Also die empfinden das als, weiß ich nicht, übergriffig oder so Fantasie. Sie sagen dann so, ja, das ist doch nur Fantasie. Also ich meine, alles nur Fantasie. Ja. Auch romantische Filme, genauso wie Märchen, sind moderne Märchen. Okay, in der Hinsicht kann ich es verstehen, weil im modernen Kontext, weil manchmal, ich glaube auch, dass viele Beziehungen wirklich auch ein bisschen eben gestresst sind von diesen Rom-Coms, dass sie halt einfach so ein unrealistisches Bild von zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie auch darstellen. Also, dass dieses Gefühl, so dieser Harmonie und so natürlich irgendwie schon gewollt ist, aber nicht der Realität entspricht. Ich bin ja einfach Kategorie Star Wars, also wenn es eine der romantischsten Szenen überhaupt gibt, ist es halt das Imperium steht zurück, wo sie nur sagt so, I love you und Han nur zurückgibt, I know. Und du denkst so, ja, das ist Liebe. Wir kommen nun zu der Kategorie. Oh, wir kommen jetzt zum Digestif. Ah, da, ne? Da fühle ich mich. Kann ich jetzt wieder mitreden? Ich bin gespannt. Der etwas herbe Weihnachtsfilm. Oh. Nee, aber eben tatsächlich, es gibt ja auch Leute, die halt irgendwie auch so das Gegenstück auch irgendwo auch brauchen. Das ist ja so wie Filme wie Gremlins, Krampus. Und das Leben des Brian hätten wir hier zum Beispiel. Wobei das Leben des Brian, der ist ja auch auf dieser einen Liste, denn es gibt über 700 Filme, die an Heiligabend und anderen stillen Feiertagen nicht öffentlich aufgeführt, also im Kino und somit richten sich dann irgendwie auch so die öffentlichen Fernsehsender auch irgendwie daran, nicht gezeigt werden dürfen, weil sie religiöse Gefühle verletzen könnten. Und das Leben des Brian ist mit dabei. Das ist natürlich irgendwie, Boni, wenn du natürlich irgendwie so on demand oder so Streaming hast, dann kannst du es dir persönlich selbst aussuchen, aber allgemein verstößt das eben tatsächlich gegen religiöse Gefühle. Was ich sogar immer noch nachvollziehen kann, insofern mir aber immer noch als Agnostiker auch eine Alternative angeboten wird. Aber von diesen Filmen und so, was bringt euch in Weihnachtsstimmung? Also, dieses Poster hängt nicht ohne Grund da, da fühle ich mich auch wirklich wohl. Also bei Gremlins mochte ich den zweiten Teil viel mehr als den ersten. Weil er total drüber ist. Naja, na klar. Ja. Also wir reden hier von Monstern, die um Mitternacht aus einem Fellknäuel entstehen. Da kann es nicht drüber genug sein. Deswegen hat mir der zweite sehr gefallen. Ich habe den aber auch als Teenager im Kino gesehen. Das hat mich so umgehauen, dass in der Mitte der Film so reißt. Genau. Und dann habe ich gedacht, so, oh, was ist hier jetzt Stimmt, passiert? Etwas, was man heute gar nicht mehr so nachvollziehen kann. Genau. Und sie haben es lustigerweise, glaube ich, dann tatsächlich, als er dann auf Video rauskam, wie so ein Videofehler dann umgeschnitten. So. Das ist außer wie, als wäre es ein Fehler auf der Videokassette. Und da ist dann der Film gerissen, nicht so, wow, und dann erscheinen plötzlich die Schatten dieser Gremlins auf der Leinwand. Das fand ich schon sehr geil. Deswegen hat der zweite einen sehr großen Platz in meinem Herzen. Von den dreien wäre es bei mir aber tatsächlich eher Leben des Brian, weil der auch so diesen sehr klaren Bezug zur Weihnachtsgeschichte hat und weil der immer noch sehr, sehr witzig ist. Also man muss wirklich sagen, ich habe ihn zuletzt irgendwie nochmal so mitgeguckt und der ist immer noch wahnsinnig gut. Also der ist wirklich super on point auch geschrieben und gedacht und gemacht und diese Parallelen zur Bibel sind fantastisch rausgearbeitet und so, der ist echt super. Team Gremlins. Ich habe immer noch meine Gremlins-T-Shirts und also ich muss kurz mal was dazu sagen. Okay. Also ich bin ja jünger. Und aber nicht viel. Also, aber auch nicht viel. Ja, aber mein großer Bruder hat den nämlich geschaut und wir haben uns natürlich ein Zimmer geteilt und ich habe so getan, als würde ich schlafen, was man halt so als kleine Schwester macht, und habe den dann so mit einem Auge zu so heimlich mitgeguckt und ich war sehr traumatisiert. Ja, wollte ich ja gerade sagen, wenn man den heimlich sich anschaut, dann wird es ja noch intensiver schlimmer. Eigentlich. Ja, und also, aber trotzdem ist da sehr viel Liebe für den Film da. Ich habe beide Filme tatsächlich im Kino damals auch gesehen und ich glaube eben der wesentliche Unterschied, warum ich den zweiten so ein bisschen so off fand, weil er wirklich so drüber war, weil der erste war ja wesentlich ruhiger, es war auch alles ein bisschen so düsterer, der zweite Teil mit diesen ganzen anderen Filmreferenzen und so weiter und so fort, mit diesem Serum, was sie alle so modifiziert hat, der Gemüse-Gremlins, der Batman-Gremlins und
ich glaube, deswegen war ich so ein bisschen so enttäuscht. Jetzt im Nachgang, wenn man sich dann nochmal anschaut, wer damals alles noch mitgemacht hat, also Lex Luthor war ja quasi, also Lex Luthors Vater war ja quasi noch mit von der Partie. Das fand ich halt einfach schon super beeindruckend. Und was das Leben des Brian angeht, den habe ich ja komischerweise nie so wirklich, also ja, die Weihnachtsgeschichte so zum Schluss hin, aber der Film ist halt einfach von seinem Tempo und weil es halt Monty Python ist, glaube ich, das ist so ein Film, den kann ich mir wirklich das ganze Jahr überall anschauen. Ja, na klar. Also Menschen, die Römer genannt werden, gehen das Haus, ist immer noch eine der besten Szenen aller Zeiten. Dass wir da dieses Graffiti an die Wand malen, das ist einfach der Hammer. Oder auch so das Krantige, wo sie ja irgendwie Brian dann irgendwie auch preisen und die Mutter, verpiss dich! Ja. Das ist, also wenn man von Leben des Brian spricht, fallen einem sofort 10 Szenen ein, die man feiert irgendwie und die man total geil findet. Ja, auch, ich glaube auch so diese Bürokratie-Themen so von wegen, wenn es um die Volksfront von Judäa geht oder ja, so, oder ja. Auch so Kreuzigung oder Freispruch, hey, war ein Scherz oder wie auch immer. Da sind eben genau das war, glaube ich, für mich so die Basis von Filmen, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt und dass du auch wirklich mal so den Kopf einfach mal abgelenkt hast. Ja, also das irritiert viele Leute, aber ich glaube, das ist es ja, wenn es eine Alternative zum Leben oder auch mal so eine Möglichkeit gibt, mal eine Pause zu haben. Dafür, dass ich jetzt gleich Gremlins gesagt habe, aber so viel über das Leben des Brian spreche, wollte ich aber nur dazu Stellung nehmen, dass Gremlins eindeutig mehr so in das Thema Weihnachtszeit irgendwo reinpasst und das Leben des Brian einfach universeller ist. Das ist auch ein geiler Titel aus der Community. Gremlins, denn nichts steht mehr für Weihnachten als unüberlegte Geschenke mit desaströsen Folgen. Also das unterstreicht es auf jeden Fall. Perfekt zusammengefasst eigentlich. So viel also zum Digestiv von unserer kleinen Menüauswahl. Da auch nochmal so die Empfehlung, wer es komplett in die andere Richtung mag, da gibt es ja auch noch das Angebot von Paramount Plus. Winnie the Pooh, Blood and Honey, Pet Sematary, Bloodlines oder Paranormal Activity. Also die haben da so eine ganze Kategorie extra zur Weihnachtszeit dann für euch dann aufgestellt. Also da seid ihr genau an der richtigen Adresse. Und das heißt für mich ein ganz, ganz großes Dankeschön und auch erstmal auch frohe Weihnachten, wie auch immer ihr sie feiert. Ja. Was ja auch für mich mehr als nur ein beflügeltes Wort ist. Bleibt auf jeden Fall gesund. Habt weiterhin so viel Spaß, wie ihr euch es selber wünscht. Na, vielen Dank für die Einladung, mein lieber Patrice. Und wir sehen uns auch schon wieder nächste Woche, wenn wir dann den Rückblick auf das Jahr 2023 wagen. Bis dann.